Herzlich willkommen zu Bübs Bilanz. Ja, heute geht es um den Advent, kann ja gar nicht anders sein. Bei mir brennt jetzt im Moment nur ein Lichtlein, die anderen habe ich nicht angekriegt, aber das ist egal. Das ist ja die Zeit des Wartens. Ankunft heißt Advent eigentlich auf Deutsch und so. Man wartet auf die Ankunft des Christkinds, der Geschenke, des Weihnachtsmanns, was auch immer, der Ruhezeit dann zwischen den Jahren und so. Das ist jemals diese Adventszeit. Und das Warten ist ja ein zentrales menschliches Thema. Ne? Das sieht man schön auch in dem Stück. Nächstes Jahr wird das 70 Jahre alt Warten auf Godot, ne? Das ist ganz berühmter. Da ist eigentlich die ganze Zeit, warten die Leute auf der Bühne, warten auf Godot. Und ich kann die Pointe schon vorwegnehmen. Der kommt gar nicht. Das ist also jetzt so, dann, seit das existiert, wird das immer zitiert, dann warten auf Godot, ne? Das ist ja der Berliner Flughafen. So, das ist immer alles dann Godot-mäßig. Ne? Man hat in diesen Tagen dann als ICE-Kunde, ne? Dann ist das ja auch das Warten schon so ein Thema. Ne? Letztens habe ich dann einen gefragt, und sagen sie, meinen sie, der Zug kommt dann noch? So, der kann nicht mehr lang dauern, die Schienen liegen ja schon. Ne? Das ist komisch, dass wir über die Bahn, über die Warterei bei der Bahn, so, da macht man natürlich gerne Scherze, weil das so kollektiv ist. Während man sich ja im Autostau, was ja auch, wo man ja auch Stunden zubringen kann und so, im Autostau fühlt man sich dann eher alleine. Ne? Man kann da nicht so schön von erzählen. Wir haben dann da bei Schneetreiben, haben wir irgendwo in der Pampa im ICE zwischen Frankfurt und Köln, haben wir dann da am Rand vom Westerwald dann gestanden und so. Das erzählt sich einfach besser als einfach so eine Staugeschichte. Jedenfalls die Warterei, das ist beschäftigt einen sehr. Im Moment warten ja alle auf den Brexit. Ne? Theresa May, wird die eigentlich jetzt Theresa oder Theresa gesprochen? Ich bin da ganz irritiert. Manche sagen so, manche sagen, sag mal, bis ich rausbekommen habe, wie das richtig geht, ist sie wahrscheinlich schon gar nicht mehr im Amt. Ist ja jetzt knapp am Misstrauensvotum ihrer eigenen Partei dann schon vorbeigeschraubt. Und jetzt im neuen Jahr ist jetzt angekündigt dann die Abstimmung über den Brexit und so, wie das dann ausgeht. Das ist auch so ein Warten, so ein banges Warten. Man weiß nicht, wie das dann wohl werden wird. Ne? Donald Trump wartet im Moment drauf, dass bei Google was verändert wird. Er hat sich nämlich tierisch geärgert, wenn Sie bei Google Idiot eingeben, dann kommt als erster Treffer kommt immer dann Donald Trump. Das, ja, da kann man lange drüber philosophieren, woran das liegt. Der wollte dann wissen, die haben dann gesagt, ja, das ist der Algorithmus und so weiter. Dann ist ja interessant, wenn man sich das Wort anguckt, Idiot, das hat ja heute so einen Sinn von so Vollpfosten, ne? So Depp, sowas. Und das war aber ursprünglich bei den Griechen, bei den alten Griechen waren Idioten eigentlich diejenigen, die nicht entgegen ihrer Pflicht dann nicht an den Volksversammlungen und so an der Politik, am politischen Geschehen und so dann sich beteiligt haben. Das waren so diese Privatpersonen, die so ganz privat dann jenseits der bürgerlichen Pflichten dann sich da betätigt haben. In diesem Sinne wäre das ja vielleicht nicht schlecht, wenn der Donald Trump so ein altattischer Idiot wäre. Ne? Da hätte uns in den letzten gut zwei Jahren uns und der ganzen Welt dann doch einiges an Problemen und Aufsehen dann erspart. Aber gut, wie auch immer, er taucht da weiterhin auf. Probieren Sie es mal aus. Es ist irgendwie ein ganz nettes, sind so die kleinen Scherze, die einen dann so ein bisschen versöhnen können mit den Problemen, die dieser Kerl dann verursacht. Das Warten, das war früher immer die Zeit, dann, wo man dann gewartet haben, auf was gibt es denn für Geschenke und so. Das ist ja so eine gewisse Anspannung. Die ist natürlich schöner, diese Anspannung, als jetzt zum Beispiel das Warten an der Supermarktkasse. In Deutschland, das hat man erforscht, man wird ja alles erforscht. In Deutschland bringt man durchschnittlich fast 7 Minuten an der Supermarktkasse zu. Und in Griechenland ist es aber vielleicht als Trost, ist es fast doppelt so lang. Es sind fast 14 Minuten, die da an der Kasse stehen. Wahrscheinlich gibt es dann immer auch ein Uso umsonst, wie beim Griechen sonst ja auch üblich ist. Das Warten kann man aber auch dann gut nutzen, um so kleine Spielchen zu machen, Übungen oder auch meditativ, philosophisch dann über Dinge nachzudenken. An der Supermarktkasse zum Beispiel. Warum gibt es keine Bezeichnung für diese kleinen Hölzer oder diese kleinen Teile, die man immer zwischen die eigenen und die fremden Einkäufe dann legt? Oder die Frage auch, das ist ja wirklich dann philosophisch, warum sind denn immer die kürzesten Schlangen im Supermarkt die langsamsten? Das sind so Fragen. Oder dann auch frei nach Woody Allen in dem bekannten Philosophen, dann die Frage, die Ewigkeit dauert unheimlich lange, besonders gegen Ende. Das sind so Dinge, die einen dann da beschäftigen. Jedenfalls ist das jetzt diese Wartezeit und ich hoffe, dass Ihnen die Wartezeit jetzt bis Weihnachten nicht so schwer fällt. Alles Gute, machen Sie es gut. Musik